Extremismus und der Radikalisierung beobachtet und dennoch sozusagen das Recht nicht greift. Warum ist das so? Islamische Republik Iran. Salutare. Hast du die? Haben wir nicht gesagt? Und die Spiegelspart. Are pixeli a fost lovit aici în colț. Așa că să-l decapsulăm. Da, au venit. Și o să punem display-ul nou care a venit. Asta e piesa. O să-l desfacem telefonul, să-l decapsulăm și să schimbăm display-ul. La display-ul ăsta nu se mai poate face nimic, pentru că pixelii au fost afectați. Nu mai are niciun efect. Bun, o să-l închidem. Entscheidet sich dann am Ende, wie praxistauglich das sozusagen ist. Und hier würde ich auch deutlich sagen, das ist ein Schritt zu weit gewesen mit dem Zitat. Wollen wir da nicht wissen? Warum schauen wir da nicht genauer hin? Ja, ich sehe es etwas anders als Sie, Herr Kühner, die Position, dass da weggeschaut wird, beziehungsweise so lange geschielt wird, bis man das Offensichtliche nicht mehr sieht. Also es gibt leider Gottes und schrecklicherweise riesigen Antisemitismus, der sitzt und spielt und der Einwanderungswelle anlangt, Herr Erdogan hier leider einen ganz unseligen Einfluss auf seine Landsleute hat und dazu Radikalisierung auch anstachelt. Und natürlich ist auch, Herr Kühner hat die Zahl genannt, die pure Anzahl der Menschen muslimischen Glaubens deutlich größer geworden in Deutschland. Seit 2000 hat es sich etwa verdoppelt. Und das muss man sich vor Augen halten. Wir liegen inzwischen prozentual vor Großbritannien und nicht mehr so wahnsinnig weit hinter Frankreich. Das sind nun beides Länder mit kolonialer Vergangenheit im arabischen und im nordafrikanischen Raum. Also das ist kein Kollektivvorwurf an gar niemanden, nur ein Hinweis darauf, dass natürlich dann das Reservoir von Leuten, die so agieren, auf fürchterlichste Weise agieren, größer werden. Da bringt es nichts wegzuschauen oder bringt es auch nichts, sich das zu schön zu reden, wie, es tut mir leid, seinerzeit auch Ihre Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt, es wird ein anderes Deutschland sein, ich freue mich drauf. Nein, zur Wahrhaftigkeit gehört, ich bin für Diversität und alles wunderbar, aber zur Wahrhaftigkeit gehört, das ist auch Teil dieses neuen Deutschlands, was sie damals besprochen hat. Und darüber muss man reden dürfen, ohne no. sofort mit irgendeiner Keule überzogen zu werden, sonst kommen wir da nicht weiter. Denn Kapaku, no. wir können den Problem für den Fahren mit dem Impfbus.
sozusagen in Ballungszentren fahren könnte und gegen Antisemitismus impfen kann, weil die meisten sind da sehr immun, sogar gegen Argumente. Und deswegen muss man das offen ansprechen und nur erst dann, wenn man es offen angesprochen hat, kann man es auch offen angehen und hoffentlich ein Stück weit beheben. Also, Frau Stachosel, einmal die Keule ganz kurz, genau, dann einmal Frau Stachosel, da würde ich gerne einmal sozusagen Ihren Hintergrund auch mal hören, weil ich glaube, die Geschichte erzählt sehr viel. Ich habe da einen massiven Dissens jetzt, die Keulen und was meine Fraktionsvorsitzende gesagt hat und wie das mittlerweile interpretiert wird, das ist alles jetzt dahingestellt. Sie haben gerade gesagt, mehrheitlich. Und es gibt eine Studie der Universität Leipzig, ich glaube, die ist 2 oder 3 Jahre alt, die besagt, dass 60% der Befragten, und zwar querbeet, der Meinung sind, dass die Politik Israels den Palästinensern gegenüber vergleichbar sei mit der Politik des Nationalsozialismus Juden gegenüber. Mhm. Was einfach nur unerträglich und eklig ist. Stimmt. 60% ist jetzt, gerade wenn die Uni Leipzig das gemacht hat, schon gar nicht darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit derjenigen, die da zugestimmt haben, oder diese krude Theorie vertreten haben, tatsächlich Muslime sind. Dieses mehrheitliche... Ich meine jetzt die Bilder, nur dass wir uns nicht missverstehen, nur, ich meine diese Bilder, die wir jetzt gesehen haben. Da, ja gut, die Bilder sind ja sehr offensichtlich. Diese Bilder sind jetzt... Wir wollen das auch nicht alles wahrnehmen. Aber ich meine, ich hab selber vor 4 Jahren ein Buch geschrieben und veröffentlicht zum Thema Dschihadismus und was wir dagegen tun müssen. Und es ist offensichtlich, dass es ein gewaltiges Problem gibt und ist Dschihadismus die härteste Eskalation des Islamismus und des Hasses. Aber dass wir uns alle zusammen als mit dem Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten dem Thema stellen müssen, ist, glaube ich, eine Binsenweisheit. Das schlafe auch mit. Frau Stachosewski. Ja, also Sie hatten es angesprochen, Antisemitismus muss man klar benennen. Man muss auch schauen, wo Antisemitismus herkommt. Man muss dazu sagen, dass es Antisemitismus gibt von rechts, es gibt Antisemitismus von links, es gibt Antisemitismus aus dem islamischen Lager. Und dann gehen Politiker Stolpersteine putzen. Und ich bitte einfach darum, dass wenn wir solche Szenen und solche Bilder jetzt sehen, und das ist ja nicht das erste Mal, 2014 war das ja auch schon der Fall, und es gab auch Übergriffe auf Synagogen, wie in Wuppertal beispielsweise, wo Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen wurden und es gab einen strafrechtlichen Prozess und die Tat wurde als politisches Statement oder als politisch motivierte Tat analysiert und bewertet und nicht als Antisemitismus. Und wie gesagt, wenn man jedes Jahr nie wieder sagt, dann erwarte ich auch, dass insbesondere in diesem Jahr feiern wir eigentlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wie kann es sein, dass dann solche Szenen auf der Straße sichtbar sind in Deutschland und Jüdinnen und Juden sich nicht sicher fühlen, in die Synagoge zu gehen, sich nicht sicher fühlen, ihren Davidstern oder ihre Kippa auf der Straße zu tragen? Und da erwarte ich von den Politikern mehr, als Stolpersteine zu putzen und sich mit toten Jüdinnen und Juden auseinanderzusetzen, sondern in die Gegenwart zu blicken und da Antworten zu geben. Was heißt es, im Jahre 2021 Jude zu sein, jüdischer Bürger zu sein in diesem Land? Als jüdische Studierendenunion haben wir natürlich sehr viele Nachrichten von unseren Aktiven mitbekommen, die alle gesagt haben, sie fühlen eine gewisse Ohnmacht, sie fühlen eine Unsicherheit, sie fragen sich, ob sie in Deutschland sicher sind, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich natürlich als Teil dieser Gesellschaft, viele in meinem Alter, ich bin auch hier geboren, ich fühle mich als Deutsche, ich fühle mich als Jüdin, ja, aber ich möchte sozusagen diese Gesellschaft mitgestalten. Und wir haben viel gehört, dass Mütter Sorge haben, ihre Kinder in jüdische Schulen gehen zu lassen oder dass man sich dreimal überlegt, ob man irgendwo seine Adresse öffentlich gemacht hat und dass man sich überlegt, welchen Weg man denn am besten nach Hause nimmt. Man guckt sich dreimal um, wer einen noch auf der Straße umgibt. Man guckt, ob man irgendwas Jüdisches an sich hat. Und das ist Realität. Und das ist heute Fakt, leider. Ich versuche es ja sozusagen auch positiv zu sehen, aber wir müssen wirklich darüber sprechen, was für ein Riesenproblem Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist und für die Gesamtgesellschaft ist. Nochmal, wenn wir die Bilder aus Berlin sehen von den Demonstrationen, wo, wütende Mobs sogar die Sicherheitskräfte und sogar auch Journalisten angreifen und da wurden sogar Böller geworfen, auch Journalisten.
Problem in Deutschland haben, aber gleichzeitig sieht die Realität von Jüdinnen und Juden leider nicht so gut aus. Herr Kühnert, ich habe Sie eingangs zitiert, Sie haben in einem anderen Kontext aber dennoch gesagt, da gibt es immer dieses dröhnende Schweigen. Es gibt bestimmte Dinge, über die wollen wir nicht sprechen. Auch jetzt in dem Zusammenhang, ihr merkt es immer, wie Leute dann auch schon zusammenzucken, wenn man sagt, da gibt's, lass uns bitte reden über muslimischen Antisemitismus. Und damit hat man nicht gesagt, dass alle Muslime Antisemiten sind, um Gottes Willen. Aber wir reden über speziell in dem Fall muslimischen und Antisemitismus. Und Kabaku? Da zucken die Leute schon zusammen. Kabaku Yeşil lipit foarte bine. Aici a fost Bart. De-aia am desfăcut mai ușor ca să nu se spargă de tot ciobu. E din sticlă. În cazul capacul a fost comandat nou. O să punem capac nou. Meine Analyse, auch nach dem, was ich in meinem linken Umfeld erlebe, ist, dass es bei vielen gar nicht einer klaren Position mangelt, sondern dass die Sorge besteht, weil wir es eben gleichzeitig auch in unserer Gesellschaft mit antimuslimischem Rassismus und anderem zu tun haben, in ein Horn zu blasen, bei dem man plötzlich Applaus von Leuten bekommt. Și senzorul a fost afectat. Un pic, banda. Când aici, după colțul, postul de sus, vedeți? Aici unde geamul a fost afectat. Și senzorul a avut un șoc. Să sperăm că senzorul încă funcționează și nu va trebui schimbat și el. Dar oricum se poate folosi telefonul și fără senzor, așa că dacă în caz de nu merge, puteți să nu-l schimbați. Oricum, codurii de blocare ale telefonului, aveți și alte metode în afară de senzor, de amprentă. Bun, să trecem mai departe. Territorium von Gaza. Das heißt, die nehmen in Kauf diese Irren, dass ihre eigenen Leute, wenn man so will, damit abgeschossen werden. Und das ist der Kern von islamistischem Terror. Der richtet sich wahllos gegen alle, die diese Auffassung einer abgeschotteten Führergesellschaft am Ende nicht teilen. Und deswegen sollte es kein Problem sein, dagegen Position zu beziehen, weil dahinter noch genügend Freifläche bleibt, um politische Differenzen anderer Form miteinander auszutragen. Und trotzdem, Herr Kühnert, habe ich den Eindruck, dass in ihrer Klientel, sage ich mal, oder in ihrer Entourage, oder da, wo sie politisch zu Hause sind, romantisiert wird. Markus Lanz hat dieses Wort von mir eingangs erwähnt. Was meine ich damit? Ich habe großes Verständnis, dass Parteien, die sich als links definieren, von ihrem Selbstverständnis heraus für Schwächere was übrig haben, ein Faible haben und eher auf der Seite der Schwachen stehen als auf der Seite der Starken. Und natürlich werden die Palästinenser als die Schwächeren wahrgenommen. Das sind sie real natürlich auch, in vielerlei Hinsicht, gesellschaftlich, militärisch, in vielerlei Hinsicht. So. Und das führt aber für meine Begriffe dann manchmal leider auf einen Irrweg. Also dieser eigentlich gute Ansatz zu sagen, wir setzen uns für die Schwachen ein, verleitet dann dazu, einfach Terrorismus zum Freiheitskampf zu erklären. Ich habe auch kein großes Verständnis, entschuldigen kurz, dann muss ich Sie nochmal behelligen, sonst würde es vielleicht auch Herr Lanz tun. Also es ist auch nicht unbedingt möglich, es ist nicht ganz nötig, dass die Jusos, die Jugendorganisation der Fatah als Organisation bezeichnen, aber er hat mich jetzt gefragt, was ich damit meine, das meine ich zum Beispiel. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, Herr Nuripur, es tut mir leid, das müssen Sie immer für Zitate hier sitzen, die andere gesagt haben, aber wenn Frau Baerbock in dem ersten Post gesagt hat, da sei eine Gewaltspirale im Gang, die gebrochen werden muss. Entschuldigung, sie hat dann die Kurve gekriegt, sie hat jetzt gesagt, Sicherheit ist israelische Staatsrecht. Moment, in dem Fall, Herr Rupor, ist hier keine Gewaltspirale, also der Ursprung war keine Gewaltspirale, sondern der Ursprung war ein klarer Angriff der Hamas mit Tausenden von Raketen auf Israel. Da muss ich nicht von Gewaltspirale sprechen, sondern muss ich darüber sprechen, da hat jemand eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen, auf die Israel dann in Selbstverteidigung reagiert hat. Das ist für mich der Ablauf des Dinges. Ich schon nicht mit, weil eine Gewaltspirale ist nie der Beginn, sondern das, was alles danach erfolgt. Eben, aber indem ich Gewaltspirale sage,
gehe ich über den Umstand hinweg, wer hier eigentlich zuerst befeuert. Entschuldigung, die amerikanische Administration redet die ganze Zeit von der Gewalteskalation. Wenn Sie mir jetzt mal semantisch den Unterschied, ich verstehe den Unterschied nicht. Das habe ich gerade versucht. Der erste Tweet von Frau Baerbock ist zwei Sätze aus einer Presseerklärung, die ich geschrieben habe, die dranhängt. Und der sie sich quasi annimmt und ehrlich gesagt, da müssen die mir sagen, was da jetzt eigentlich an dieser Presseerklärung ist. Ich habe gerade versucht klarzumachen, dass ich sage, da möchte ich schon, dass klar gesagt wird, wer hat diese Auseinandersetzung begonnen, dass danach eine Gewalt. Spirale oder Eskalation stattfindet, das ist ehrlich gesagt banal. Wenn jetzt, da müssen Sie auf den Link klicken, da steht dann da. Nein, das war doch, das steht eindeutig. Es geht darum, dass man ganz klar verurteilt, dass Terror niemals ein legitimes Mittel für Selbstverteidigung oder was auch immer ist. Und das ist nicht passiert. Und selbst wenn man später auch sagt, man möchte, oder Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson, dann ist man aber nicht mal sozusagen imstande oder möchte nicht einmal U-Boot-Lieferungen nach Israel zulassen. Das ist ein klares, ja, beziehungsweise da stellt sich ein großes Fragezeichen. Und was ich sehr froh bin, dass du sie angesprochen hast. Du hast die junge gesagt, Leute, das genau, ich, ja. Kevin, du hast gesagt, dass man das klar benennen muss und wenn man sich klar positioniert, dann gibt es ja keine Frage und so weiter und so fort. Und leider muss ich trotzdem auch sagen, dass es der Asta este capacul partea de pe baterie care permite încărcarea prin wireless și trebuie desfăcută și a avut mare grijă de ea pentru că are niște pini foarte subțiri aici pe partea interioară care nu se văd de afară, ei sunt lipiți foarte bine. Gewesen und natürlich müssen dadurch auch nochmal die Sicherheitsvorkehrungen angezogen werden. Das tun die Bundesländer, aber auf der anderen Seite müssen wir auch der israelischen Regierung darauf hinweisen, dass es gut wäre, wenn sie möglicherweise eben doch das unkapacele de protecție. Von wem kamen die Angebote für eine Waffenruhe? Hat die irgendjemand vernommen? Aici avem capacul de jos cu antenele și difuzorul. Și aici avem tot ansamblul pe care va trebui desfăcut, toate plăcile, tot senzorii, va trebui luat de pe acest display și pus pe display-ul cel nou. Aici este puțin mai delicat. Să scoatem și portcartela. Și o să începem să deconectăm piesă cu piesă și să începem să mutăm. Vom încerca să luăm prima dată placa de bază. Are doi conectori aici, care leagă placa de bază de placa de alimentare. Vor trebui desfăcuți și înlăturați. Bateria trebuie deconectată. Aici sus avem pinul pentru senzorul de proximitate. Va trebui și el desfăcut. Ok, aici avem camera și senzorul de lumină. În momentul când îl puneți la ureche și dați la parte, știți că se aprinde. Vom deconecta și această cameră. Politisch aufstellt, weder bei der SPD noch bei der Deutschen Bundesregierung. Okay.
naja, Deutschland ist natürlich in verschiedenen internationalen Formaten mit eingebunden. Aber wir haben jetzt immer diese Gespräche und Ähnlichem. Ist das wir haben dann auch den Anspruch, ein Stück weit gehört zu werden, wenn es darum geht, Zwei-Staaten-Lösungen, Verhandlungen zu führen und so weiter. Nochmal, was macht er damit? Ja, ich hätte es anders ausgedrückt an dieser Stelle. Wir sind im Gespräch mit den israelischen Partnerinnen und Partnern. Diplomatie erfüllt hier auch eine wichtige Rolle im Hintergrund, was das angeht. Sie hatten ja auch Heiko Maas eben angesprochen, der ja hier nicht als SPD-Partei Placa de bază la rândul ei este și ea legată de, printr-o bretea foarte subțire, cu conectori la fel de subțiri, de placa de alimentare, ce alimentează display-ul și pixelii. Va trebui să o deconectați și pe ea. Da. Aceasta este placa de bază. Aici este tot ce e mai important într-un telefon. În această placă se stochează orice aveți pe el, poze, conturi și așa mai departe. Trebuie avut grijă de ea, pentru că dacă o piesă mică dintre sutele de piese care se află pe ea este afectată, placa nu va mai funcționa. Wir stellen uns hin und drücken Besorgnis aus. Nee, das reicht nicht. Da muss man hinfahren. Und sagen, darüber wird zu reden sein. Da muss man jetzt hinfahren. Das ist einfach eine Frage der Außenpolitik. Mhm. Ne? Also das ist ja genau das, was Gelsenkirchen nicht. Richtig. Aber da, wenn ich einen Satz in Gelsenkirchen sagen darf, weil da ein Riesenproblem dargestellt wird. In Gelsenkirchen gab es ja einen Vorwurf an die Polizei, warum sie die Demo nicht aufgelöst haben. Der Grund, wenn man mit den Leuten dort redet, mit dem Einsatzleiter redet, mit den Polizisten und Polizisten, die waren zu wenige. Wir haben nach eineinhalb Jahre in der Halle immer noch zu wenig Leute, die einfach Einrichtungen, Synagogen schützen. Und das ist nicht jetzt keine Ländergeschichte, das ist überall dasselbe. Und die Polizistinnen und Polizisten werden alleine gelassen und die haben die Demo nicht so schnell aufgelöst, sagen sie, weil sie Angst hatten, dass in dem Augenblick, in dem die Demo aufgelöst wird, die Angriffe von verschiedenen Seiten kommen und die hatten nicht genug Leute, um das Gebäude zu schützen. Ich würde jetzt gerne, deshalb ist es und das ist die Kamera frontale. Zu sagen, jetzt ist das oberste Ziel der Waffenstillstand, dafür muss man was tun. Und ich wünsche mir, Steinmeier hat das in der Ukraine immer vorgenommen, wenn es gebrannt hat, hat er ein paar andere Außenminister der Europäischen Union geschnappt und ist hingefahren. Fischer hat es auch gemacht und viele andere. Das ist eigentlich jetzt die Stunde, in der man das machen muss. Das ist die Stunde, in der man hinfährt und es vor Ort versucht, so hinzuwirken, auch im Übrigen auf die Ägypter, auch auf die Kataris im Übrigen, die ganz viel mit der Hamas zu tun haben, damit jetzt einfach diese Rakete. Das heißt, die Batterie hat bei Placa de Base. Ea are un lipit aici, va trebui pusă cu fața invers ca să nu se lipească. Mai avem de recuperat difuzorul care se află aici, se află în spatele plăcii. Mai avem de recuperat acest senzor de proximitate. Mai avem de recuperat bateria. Și posibil elementul de răcire din cupru va trebui să-l reinstalăm. Difuzorul are ceva mizerie.
Herr Fischer hat seinerzeit als Außenminister, als es diese Schreckliche in Tel Aviv gab, auch sein Glück versucht, das war auch allergierend, zu fangen, eine Art Pendeldiplomatie. Er kam, glaube ich, zufälligerweise, weil er eh in der Region war, in diese Rolle oder hat diese Rolle gesucht. Und am Ende muss man sagen, ist er damit gescheitert. Also das ist keine Schande. Ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, Pressemitteilungen alleine, damit ist es nicht getan. Aber bei Heiko Maas irgendwas Unehrlichkeit oder eine falsche Haltung zu unterstellen, das ist ein bisschen Nebenkriegsschauplatz. Ja. Was, es ging nicht um Heiko Maas, es geht mir um die Europäische Union an. Wir als Europäische Union. Și lucrurile de la placa de alimentare vor trebui puse separat, pentru că ele sunt puțin mai mici. Sper că se vede. Sunt puțin mai mici față de cele de la placa de bază și să nu ajungă în display, să spargeți display-ul. Trebuie să aveți grijă de ele, să le puneți separate. So absurden Thema irgendeine Verdammung und Verurteilung von Israel stattfindet, während die Menschenschlechter dieser Welt sich zum Teil seit Jahren nicht verantworten mussten vor der Staatengemeinschaft. Das ist der Rahmen, in dem wir uns dort erstmal bewegen. Dann würde ich aber gerne wissen, warum das Abstimmungsverhalten Deutschlands, gerade bei den Resolutionen, die Sie ansprechen in Bezug auf Israel, warum das so ausfällt und warum Deutschland oft sozusagen in favor für die Resolution stimmt, also quasi gegen Israel und die Menschenrechte in Israel verurteilt und die UN. Also das müssen wir eben aber auch mal real betrachten. Was sich da an doppelten Standards in Bezug auf Israel abspielt, das ist einfach unmöglich. Israel ist regelmäßig auf der Agenda, wird als fixer Punkt sozusagen gewählt. Man spricht immer wieder darüber. Warum spricht man nicht über China? Warum spricht man nicht darüber, was China mit den Uiguren macht? Warum spricht man nicht über Russland? Warum spricht man nicht über sämtliche andere Staaten, wo Homosexuelle beispielsweise gehangen werden, auch im nahen Nachbarschaftsgebiet von Israel? Warum wird das nicht verurteilt? Aber Israel wird quasi von allen Seiten angegangen und vor allen Dingen dann wiederum die Frage. Sie sagen, in der UN würde Herr Maas sich auch einbringen. Aber warum ist das Abstimmungsverhalten dann ein anderes? Ich bin nicht für diese Regierung gewesen und insofern werde ich jetzt weit davon Abstand nehmen, hier Regierungspolitik zu erklären. Am Ende, das ist auch Sie als Außenminister, würden Sie anders abstimmen? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich nie die Zwänge, die solche internationalen Zusammenhänge mit sich bringen, erlebt habe. Es ist leicht, sich jetzt hier in den Sessel zu setzen und zu sagen, das würde ich alles ganz anders machen. Ich glaube, dass Heiko Maas und ich in unserer ganz persönlichen Einschätzung zu dieser Frage sehr, sehr nah beieinander sind. Foarte mic și eu. Wir alle vielleicht uns manchmal wenig Vorstellung davon machen, auf welchem Terrain man sich dort bewegt. Und es geht ja immer auch in der Diplomatie darum, mit Leuten, die sehr schwierig sind und auch sehr schwierige Positionen haben, noch einen Gesprächsfaden am Ende aufrechtzuerhalten. Wir wollen ja in der Diplomatie. Und das ist die Placa de Bază, care este făcută numai din bandă. Da, trebuie avut grijă să nu cumva să o rupeți la desfacere. Mai avem aici garnitura pentru difuzor. O să o desfacem și pe ea. Teheran geboren. Ihre Eltern haben beruflich was gemacht. Waren Fluglotsen im Zivilen. Also die zivilen Luftverkehrsingenieure heißt es. Okay. Und seid ihr gerade die Leute, die im Tower sitzen und dann fliegen und sagen, wann sie wohin sind? Und haben das Land wann verlassen und aus welchem Grund? 88, weil es keine Perspektive gab für meine Schwester und für mich. Ich hätte das Land mit 14 nicht mehr verlassen dürfen, weil ab 14 man quasi als Junge eingehalten wurde, damit man sich nicht später der Wehrpflicht entzieht, um dann in den Krieg gegen den Irak zu gehen. Das ist der Sensor der Proximität. Aus ideologischen Gründen, weil sie einfach nicht zum Freitagsgebet gegangen ist, sondern lieber auf Partys, hat nicht studieren dürfen. Und das war politisch für meine Eltern einfach nicht wirklich verträglich. Meine Mutter hat auch... Kann man schon eine Plaka kommen, vor nicht ob Jesu bei ihr. Vom da jos și bateria și apoi vom trece la asamblarea pe display-ul cel nou.
ist später hingerichtet worden, weil er Flyer verteilt hat. Wow. Weil Sie sagen Schule, Schule ist das Stichwort. Können Sie uns dann einmal schildern, dieses Aufwachsen in einem Gottesstaat, wie er sich selber nennt, der Iran? Was war das genau? Um zu verstehen, woher dieser Hass kommt und wie sehr Sie dort auch und andere Kinder, die dort aufwachsen, wie die indoktriniert werden. Wir haben uns morgens vom wirklich zum Morgenappell getroffen, haben in die Klasseneinheiten in Reihen gestanden und dann kam jemand und hat irgendwelche Koranverse vorgelesen und wir haben dann Parolen gerufen oder nachgerufen. Tod Israel, Tod den USA, die Befreiung von Jerusalem läuft über Karbala, das ist eine heilige Stadt im Irak und wir waren ja im Krieg mit dem Irak, also erst befreien wir den Irak, dann ziehen wir weiter bis zum Mittelmeer. Sehr, sehr eindeutig eliminatorisches Zeug, was wie alt, Kinder... Wie alt waren Sie da? Wie alt man halt so ist, wenn man in die Schule geht, 7 bis 13. Haben Sie es verstanden, worum es da geht? Ich habe das nicht verstanden, ich habe das nachgelabert. Această baterie, după cum se vede, are pe laterale are o bandă dublă adezivă și toate bateriile se desfac la fel. Are un punct slab de unde se dezlipește un pic și apoi poți să o dezlipești mai departe. Trebuie căuta punctul slab de unde se poate dezlipi. Niciun telefon nu-l are la fel, toate sunt diferite. Așa că, prin experiență, o să învățați și o să vedeți fiecare telefon cum este și unde are punctul slab. Pentru de obicei, astea se lasă capete afară și în momentul când l-ai prins de el și tragi, efectiv iese de sub baterie și display. Es gibt Richtiges und Falsches im Leben und das, was sie dir draußen erzählen, ist falsch. Das war, glaube ich, für mich absolut entscheidend. Es gibt nicht deine Wahrheit und meine Wahrheit und noch genau, eine es gibt nur eine Wahrheit, die Wahrheit. Und du lügst da draußen. Ne uităm cu atenție să nu rămână nimic aici. Weil wenn du das nicht tust, wir alle unter die Räder kommen, weil wir ins Visier geraten vom Cam așa arată un display cu ramă. Bineînțeles, acum o să fie și rama cea nouă. Rama asta a fost veche. Folosită. O să-i dăm înapoi proprietarului piesa, poate vrea să o păstreze sau nu știu, poate să facă ce vrea cu ea. Noi am aici o tablă. Vom American Jewish Committee über diese Schulbücher, was bis heute drinsteht, aktuell auch zum Beispiel zum Thema Pandemie, wie Israel eigentlich schuld ist an der Pandemie. Israel ist auch schuld an? Ja, Israel ist an allem schuld. Ja, okay. Ich hatte dann eine Lehrerin, die mir selber heute eine Mischung von, die hat mich erstmal ausgesetzt, das war extrem heilsam. Această ramă este de culoare neagră. Aceasta era de culoare gri. Am lipit acest acțipil aici. Aber emoțional wirklich angekommen ist es, als wir wirklich mit der gesamten Klasse Schiffliste geschaut haben. Das war der erste. Aproape că nu poți să-l dai jos. Wo ich dann tatsächlich das war der Moment, wo der Vermenschlichung einfach auch der Aufbau. Das war für mich wirklich der Augenblick und ab da habe ich wirklich auf selbst bin in die Bibliotheken gegangen, habe mir so viele Bücher, was auch immer alles geholt und versucht das auch wirklich zu verstehen. Etwas, was eigentlich nicht wirklich verständlich ist, aber ja. Die Dimension ist mir dann wirklich etwas los. Na, was soll ich sagen, aber tschüss. Erzähl jetzt was auf dem Weg, sozusagen. So, etwas, was man erzählen darf, das will ich damit sagen. Wir beide haben uns ja mal in der Sendung gesehen und nachher noch ein
längeres Gespräch geführt und da ist mir ein Satz von Ihnen hängen geblieben. Sie sagten damals so sinngemäß zu mir, das ist die große Frage meines Lebens. Wie kriegen wir den Judenhass aus diesen Köpfen raus, aus den Köpfen der Araber raus? Das ist das, was mir daraus gemacht hat. Ich würde nicht sagen der Araber, sondern alter, die Leute, die aus den Staaten kommen, in denen dieser Bullshit denen erzählt wird. Exakt. Und bei mir hat es geklappt. Also klappt es auch bei anderen. Deshalb müssen wir es einfach versuchen. Deshalb müssen wir versuchen, diesen Leuten Angebote zu machen. Deshalb müssen wir klare Linien ziehen und deshalb müssen wir denjenigen, die auch aus dem Ausland, nicht nur, aber auch aus dem Ausland Geld, der dafür ausgeht, das ist die Pièce originale. Diesen Leuten das Handwerk legen. Wie machen wir das? Și totuși aici, aici jos, între display și ramă, există un spațiu de... Un spațiu foarte mic în care se poate vedea un luft foarte mic între carcasa și display față de ăsta. Nu este sesizabil, dar se vede. Sondern weil sie wollen, dass sie irgendwie den Koran kennenlernen. Und die Tatsache, dass dort einfach nur, diese Kinder haben ja gar keine Ahnung vom Islam. Der französische Lehrer hat Karikaturen ausgestellt. Die Geschichte des Islams ist eine Geschichte von 1300, von 1400 Jahren, in denen der Nahe sowas wie ein Heiliger ist. Dass man, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Propheten abzubilden. Meine Großmutter hatte zu Hause ein riesen Porträt von Prophet Mohammed da an der Wand hängen. Riesengroß. Mit Antlitz. Das sind ganz viele verschiedene Interpretationen und gerade in den letzten, ich sage jetzt mal 100 Jahre, und das hat auch politische Gründe, ist einfach der grundsätzlich immer wieder der konservativste Schlag durchgekommen, hat sich durchgesetzt und wird jetzt mittlerweile gerade Ensemblare Plăcii. Acest telefon, deoarece este original, a venit cu această tabliță, da? Cele care nu sunt originale nu vin cu această tabliță și cu garnitura de difuzor. Vedeți, noi le-am desfăcut pe alea vechi, dar de fapt el a venit cu ele puse. Cele care nu sunt originale nu să vină cu ele puse niciodată. Ist ein Teil auch der Lösung. Das ist ja auch ein Teil des historischen Dramas, was wir in Deutschland haben. Wir haben durch das Menschheitsverbrechen, was wir an Jüdinnen und Juden in unserer nationalen Geschichte drin haben, haben wir nur noch ganz wenig jüdisches Leben im Land. Das heißt, es gibt ganz viel Meinung über Jüdinnen und Juden, aber die meisten kennen keine oder glauben zumindest keine zu kennen, weil viele für sich entscheiden, sich nicht erkennbar zu geben. Natürlich, na klar, man kann ja immer wieder, man muss ja nur bei Twitter die entsprechenden Hashtags aufrufen, was Leuten passiert, die auch nur mit einer kleinen Davidsternkette um den Hals in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so unterwegs sind, jetzt gerade jüngst wieder. Also Konfrontation, das Gespräch mit echten Jüdinnen und Juden im Schulunterricht beispielsweise zu führen. Also Entdämonisierung, nicht indem man so akademisch darüber spricht, sondern indem man Konfrontation mit konkreten... Meine Attention la cuplare acestor pini. Nu se vede aici, că e prea de-aproape. Pinii de la astea se mufează foarte, foarte finuț, așa că mare grijă când apăsați pe ei pentru remufare. Bildung, dass man mal
auch ja, jüdisches Gebet vielleicht sieht, dass man auch mal Geschichten liest darüber, wie Mohammed und Schlomo befreundet sind, dass man auch das Bild von Jüdinnen und Juden endlich mal auch ein bisschen verändert. Was ganz häufig passiert ist, dass das Bild, was man im Kopf hat, wenn man das Wort Jude hört, ist entweder ein bärtiger Mann mit Schläfenlocken und im langen Sakko, der die ganze Zeit quasi betet. An der Klagemauer steht. Genau. Dann gibt es sonst noch das Bild von Benjamin Netanyahu, was häufig auftritt, und das war's. Aber jüdisches Leben in Deutschland vor allen Dingen ist unglaublich divers. Es ist sehr vielseitig, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, Positionen. Und wenn wir jetzt nochmal in die Geschichte blicken, womit man sich auch in der Bildung auseinandersetzen soll, selbst Deutschland hat nicht nur eine besonders große historische Verantwortung Jüdinnen und Juden gegenüber, sondern Deutschland als Standort hat auch eine sehr große Rolle für die Entwicklung des Judentums auf der Welt gespielt. In Deutschland ist zum Beispiel die Neo-Orthodoxie entstanden, liberales Judentum, was heute überall auf der Welt praktiziert wird, ist auch in Deutschland entstanden. Darüber lernen wir überhaupt nichts. Wir müssen das Bild von Jüdinnen und Juden ändern und wir müssen auch in diese Interaktion gehen, da stimme ich zu. Dann müssen wir interagieren und klar Antisemitismus benennen. Wenn es antisemitische Vorfälle gibt, wenn es Aussagen gibt. Und was da helfen kann, ist wiederum die IRA-Arbeitsdefinition, die in die Bildung oder in die Ausbildung von Lehrkräften einfließen muss. Weil wie häufig ist es so, dass, das möchte ich bitte noch zu Ende bringen, ja, dass Lehrkräfte nicht wissen, wie sie mit Antisemitismus umgehen können an der Schule. Wenn Jüdinnen und Juden dann auf einmal auf eine jüdische Schule wechseln wollen, weil sie sich als Juden nicht mehr sicher fühlen an ihrer Schule, da muss auf jeden Fall die Ausbildung von Lehrkräften die IRA-Arbeitsdefinition mit einfließen. Und zum Schluss, wir haben Gesetze, die klar regeln, was sozusagen passieren muss, wenn man ja zum Beispiel Volksverhetzung, Strafgesetzbuch § 130, sagt ganz klar, was sozusagen passieren muss, wenn sich jemand daneben verhält. Okay. Warum greifen diese Gesetze nicht? Warum findet jedes Jahr trotzdem der Al-Quds-Marsch in Berlin statt, obwohl man genau weiß, was für Rufe dort skandiert werden, obwohl man genau weiß, dass dort Judenhass öffentlich geäußert wird. Deswegen ist ja auch all das, was wir jetzt gesehen haben, auch nicht neu. Nein, der wurde nicht verboten, sondern der wurde abgesagt von den Initiatoren. Aber es ist nach wie vor, findet er regelmäßig statt. Und Sie haben am Anfang mein Zitat genannt. In Neukölln, auf den Läden, auf der Straße, wird öffentlich auch zu diesem Al-Quds-Marsch aufgerufen. Und dort finden Sie überall Landkarten von Israel, die nur eine palästinensische Flagge in sich tragen. Und das zeigt ganz klar, Existenzrecht Israels besteht nicht. So, und genau diese Flagge benutzt auch, oder diese Landkarte benutzt auch die Jugendorganisation der Fatah, mit der die Jusos eine Art Partnerschaft eingegangen sind. Wie passt das zusammen? Jetzt müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, weil mir hier Differenzierung sehr wichtig ist. Das Ganze baut ja auf, die Jusos haben nicht selbst, sondern sind Teil eines großen Kooperationsprojektes, des sogenannten Willy Brandt Centers, was es seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert in Jerusalem gibt, ein Gebäude auf der grünen Linie dort, bei dem seit 25 Jahren versucht wird, etwas zu machen, was wir Trialog nennen. Dialog zwischen jungen, sich links fortschrittlich begreifenden Menschen aus den palästinensischen Gebieten, aus Israel und aus Deutschland, von wo diese Initiative gekommen ist. Die 25 Jahre sind kein Zufall, sondern das ist eine unmittelbare Reaktion nach dem Osloer Friedensprozess gewesen. 93 Abkommen Oslo I, 95 Abkommen Oslo II. Und diese Abkommen sind ja geschlossen worden. Wir kennen alle noch die Bilder, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, der dann später leider ermordet worden ist. Und Arafat ja nicht nur als Vertreter der PLO, der politischen Führerschaft der Palästinenser, sondern auch als Vertreter der Fatah, die Mehrheitsgruppe und eine der großen Parteien in den palästinensischen Gebieten, die mit diesem Abkommen damals den Weg weg von der Terrororganisation gemacht hat, zu einem Verhandlungspartner auch des Staates Israels, was sie bei allen Schwierigkeiten bis heute sind. Die Grundlage dieses Prozesses waren Briefe, die sich Rabin Arafat, dankeschön, damals geschrieben haben, und was denen eben hervorgeht, dass die Fatah und die PLO als Organisation sich von allen Charta-Bestandteilen, also von ihrem Grundsatzprogramm verabschieden, die nicht das Existenzrecht Israels anerkennt. Das war die Zusicherung damals, dass das geschieht, dass man auch die entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen anerkennt. Und bei allem, was danach passiert ist, und dass wir heute sicherlich weiter von Frieden und Zwei-Staaten-Lösung weg sind, als das vor 25 Jahren der Fall war, ist das immer noch die Grundlage. Und ich halte es, wir halten es für etwas von überragender Bedeutung in einer palästinensischen Gesellschaft, so will ich es jetzt mal nennen, in der es zwei maßgebliche politische Kräfte gibt, die
islamistische Hamas, verbandelt mit dem, dem Mullah-Regime im Iran und mit anderen klaren Terrororganisationen, auch als Terrororganisation von der EU gelistet, und auf der anderen Seite die Fatah. Spricht man mit denen nicht mehr, solange sie weiterhin sagen, wir sind eine nicht-terroristische Organisation, wir schwören den bewaffneten Kampf ab, solange vor allem auch die israelische Regierung und, jetzt bleibe ich in der sozialdemokratischen Parteienfamilie, unsere israelischen Genossinnen und Genossen sagen, wir wollen mit denen reden. Ja, wer sind wir, dann zu sagen, das dürfen wir nicht, das dürft ihr nicht tun. So, und man muss einfach verstehen, Parteien in der arabischen Welt, auch in den palästinensischen Gebieten, sind nicht vergleichbar mit Parteien, wie wir sie hier kennen. Parteien haben dort ein umfassendes Verständnis. Es geht fließend in den Staat und die Sicherheitsbehörden über. Es ist die politische Sphäre. Sie haben die Rolle von sozialen Wohltätigkeitsorganisationen. Sie haben den militärischen Arm. So ist das historisch hergeleitet. So ist das mit der Hisbollah im Libanon. So ist das mit der Baath-Partei. So kann man das überall letztlich herleiten. Okay. Das ist sozusagen der historische Ausdruck. Herr Schwellig, überzeugt Sie das? Naja, so richtig nicht. Das letzte Argument, ich kann es nicht überprüfen, auch am ehesten, wenn Sie sagen, dass auch die israelischen Jugendorganisationen, mit denen Sie da in Kontakt sind, sagen, mach das mal, das ist nicht verkehrt. Alles die andere, machen das selbst. Alles andere, was Sie gesagt haben, ehrlich gesagt, da stelle ich mir trotzdem die Frage, muss das sein, dass diese Organisation nun tatsächlich über jeden Zweifel haben, ist nicht doch das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, sagen wir mal. Wer sind diese Landkarte, die die benutzen? Das halte ich für... Da teilt Israel schlicht und ergreifend nicht auf. Das ist eine Frage der politischen Opportunität. Wenn ich es richtig verstanden habe, gehörte ja damals auch dazu zu sagen, okay, wir halten hier eine Äquidistanz. Das war sozusagen der Ansatz. Aber wenn ich dann zugleich Händchen halte oder sie zur Schwesternorganisation erkläre, nein, mit der Fatah, dann halten sie keine Äquidistanz. Nein, es ist auch keine Äquidistanz. Also ich habe da keine Äquidistanz. Die Sozialdemokratie, auch die Jusos, für die ich nicht mehr sprechen kann, aber... Ich glaube, ich weiß, was da diskutiert wird. Das war aber schon Teil der Diskussion damals, oder? Wir halten da, als Deutscher, als Sozialdemokrat, als Antifaschist, habe ich in Fragen, wo es um den Staat Israel geht, keine Äquidistanz. Gut, aber umso mehr stellt sich doch die Frage, Stelle, wenn dem so ist, wie Sie sagen, warum denn dann diese Geste? Also für mich... Das ist jetzt wirklich ein Paradebeispiel für die Verkürzung von politischen Diskussionen. Deswegen ist es auch okay, deswegen diskutiere ich ja auch darüber. Aber man kann sich da nicht in einem großen Wust aus Heu eine Nadel rausgreifen und sagen, daran erkläre ich jetzt die politische Diskussion. Schwesternorganisation ist eine Begrifflichkeit tief in der Geschichte der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteienfamilie verankert. Wir differenzieren Organisationen, mit denen wir unter einem Dach zusammen in internationalen Verbünden arbeiten, nicht nach Berufsrichtung, sondern wir sind alles Schwesterorganisationen. So bezeichnen sich auch die Avodah-Jugend, die Arbeiterpartei-Jugend in Israel, die Meretz-Jugend von der Linkspartei, das sind unsere Partner dort. Okay. Die würden das auch so bezeichnen, dass das ihre Schwesterorganisation ist. Trotzdem noch einmal kurz die Frage. Also Fatah, zweite Intifada, verantwortlich für viele, viele auch Selbstmordanschläge und so weiter auf israelischem Boden. Eindeutig antisemitisch, eindeutig antizionistisch. Am 11. Mai schreibt einer der Vertreter vom Widerstand gegen Israel, schreibt davon, die Geografie zu korrigieren. Palästina lebt vom Meer bis zum Fluss, also vom Jordan bis zum Mittelmeer. Was ist keine Gesprächsgrundlage. Ist aber ein internationaler Vertreter, der ist für internationale Politik bei der Fatah verantwortlich und zuständig. Und er hat das öffentlich auf Facebook sogar gepostet. Klar. Das kann man nachschauen. Und wie kann es sein, dass... Keine Gesprächsgrundlage heißt, dass diese Partnerschaft nicht mehr existiert? Was heißt das? Dieser Person gibt es in so einem Moment, wo sowas geäußert wird. Einer der führenden Vertreter hat dieser... Ja, jetzt steigen wir uns gerade ein bisschen rein mit führender Vertreter. Nochmal, es ist eine komplexe Organisation. Und die Frage, die alle beantworten müssen, die ist eine legitime Position zu sagen, nein, auf der Grundlage kann man nicht sprechen oder das würde mir persönlich zu weit gehen. Mit wem sprechen wir dann in der palästinensischen Gesellschaft noch? Auf welcher Grundlage, wissen Sie was, Zwei-Staaten-Lösung aushandelt? Ja. Warum können nicht Gespräche mit Organisationen geführt werden, mit denen die israelische Regierung Kontakte unterhält, mit denen israelische Parteien Kontakte unterhalten? Es muss möglich sein, auf der Grundlage von klaren Regeln, Existenzrecht Israel, kein terroristisches Vorgehen, das, wozu sie sich im Oslo Friedensprozess verständigt haben, auf der Grundlage muss gesprochen werden. Warum ist das nicht die Voraussetzung, dass man miteinander spricht, weil wenn wir das Logo anschauen, dann gibt es da keine Zwei-Staaten-Lösung, die ist absolut nicht sichtbar und wenn sich solche Personen entsprechend äußern und vor allen Dingen, was ich mich auch gefragt habe bei diesem Beschluss, warum man der Fatah-Jugend auch noch ein Vetorecht einräumt, also das ist ein großes Problem. Es geht um die Haltung, wir wollen, ich lese mal, wir wollen keine Anträge, die Sie oder Themen aus der Region berühren, beschließen, die nicht im Vorhinein mit unseren PartnerInnen abgestimmt sind.
ein Veto bezüglich inhaltlicher Positionierungen zu Konflikt akzeptieren wir. Heißt das übersetzt, Sie übernehmen sozusagen deren Sichtweisen, deren Positionen? Nein, völlig unkritisch. Also jetzt geht es wirklich in einen Bereich, da bin ich einfach nicht mehr legitimiert für die Jusos zu sprechen, nicht weil ich mich einen schlanken Fuß machen will, sondern ich bin seit 5 Monaten nicht mehr deren Vorsitzender. Ich kann Ihnen meine Meinung dazu sagen, okay, aber ich kann jetzt nicht für Jusos sprechen. Ich weiß aber, was die Jusos auch in den letzten Tagen zum Beschuss aus Gaza beispielsweise gesagt haben. Es bewegt sich genau in dem Rahmen, in dem wir ja heute auch gemeinsam darüber gesprochen haben. Und daran sehen Sie ja schon, dass es hier eben nicht dazu führen. Es sind übrigens auch die Vertreterinnen und Vertreter der Fatah-Jugend, zumindest die, mit denen wir immer zu tun hatten, die ich auch kennengelernt habe, die das genauso kritisieren. Man muss so einen Konflikt ja auch vor Ort im Kontext sehen. Das, was in, also der Beschuss aus Gaza, bei dem behauptet wird, er nimmt Bezug auf territoriale Konflikte im Westjordanland, ist ja ein innerpolitischer palästinensischer Konflikt. Hier versucht die Hamas, nachdem auch Abbas jetzt gerade mal wieder die Wahlen abgesagt hat, die seit 16 Jahren nicht mehr stattgefunden haben, erst solange die Angela Merkel im Amt, nur dass sie viermal wiedergewählt wurde und er immer noch in seiner ersten vierjährigen Amtszeit ist mittlerweile. Das ist die Grundlage und die Hamas möchte natürlich, indem sie Menschen, die zum Beispiel in Ost-Jerusalem von der Wegnahme ihrer Wohnung im Moment bedroht sind, was ein reales Problem tatsächlich auch ist, möchte denen signalisieren, wenn ihr uns hier erst an die Macht lassen würdet und nicht die Luschis von der Fatah, die da nichts mehr mit Terror und Waffen machen wollen. După ce i-am cuplat tot, placa de bază, placa de alimentare, senzori, absolut tot. Acum vom pune capacele, bateria și vom vedea dacă display-ul funcționează cum trebuie. Das Gefühl, dass Bilder und gerade auch das, was in sozialen Netzwerken gerade stattfindet, diesen Krieg, also die Frage, wer wann für wen ist, ganz entscheidend mitprägen. Ist das ein falscher Eindruck? Das ist im Zeitalter unserer Massenkommunikation mittlerweile gang und gäbe bei allen bewaffneten Konflikten. Und natürlich weiß die Hamas, dass wenn sie Tel Aviv, wo die meisten Korrespondenten sitzen, die meisten Kameras sind und wo auch Iron Dome reibungslos seit Jahren funktioniert, das Abwehrsystem, das Schildsystem funktioniert, dass wenn sie da einfach ganz viele Raketen hinballern, dass es dann die Bilder gibt, die wir und dass das anzuschrecken, Telefonus ja bringt, bei den Israelis und natürlich die dann, hat Kevin Kühne einfach völlig recht, die Hamas dann im in den palästinensischen Konflikt im Westjordanland dann den jungen Leuten dort, die da sehr verzweifelt sind, sagen, wir sind eure Helden, wir sind diejenigen, die für euch sprechen und alle anderen nicht. Also, auch wenn das es ist nicht nur ein Kampf, der Krieg der Bilder. Ich meine, diesen sogenannten es ist auch ein Krieg der Zahlen, așa că weil dann versucht wird, mit den größten Zahlen, die schrecklich sind, auf der palästinensischen Seite, să lipim bateria, să punem capacele, șurupul și o să așteptăm să ne vină capacul, să putem să lipim definitiv. Deja procesorul începe să lucreze. Vielleicht können wir einmal aus der Regie, wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, hier sehr viele Bilder auch von diesen Beschüssen zu zeigen, aber es gibt diese Sprengungen, zum Beispiel oder Raketeneinschläge, auch Hochhäuser in Gaza zum Beispiel. Wenn man das sieht, dann fragt man sich immer, woher weiß der diese Kamera gerade bedient, dass jetzt genau die Rakete an diesem Punkt einschlagen wird? Haben Sie eine Antwort darauf? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich weiß es nicht, aber man, das ist also mein Verdacht ist, die israelische Armee warnt vor. So ist das. So ist es. Und dann kann man sagen, guck mal, da fliegt das Ding in die Luft und weiß auch genau wo. Das ist richtig. Aber da sind dann wahrscheinlich keine Menschen mehr drin, weil die Bewohner dieses Hauses vorgewarnt sind. Auch da gibt es auch viele Fälle, bei denen wir wissen, dass die Warnungen ganz bewusst einfach nicht weitergegeben werden. Auch das ist Realität. Aber es gibt ja auch internationale Berichte. Das hier zum Beispiel ist so eins davon. Richtig, es gibt ja auch internationale Berichte auch der Vereinten Nationen, die sehr, sehr viele Fragen mit sich bringen, die man auch miteinander stellen muss. Nichts davon rechtfertigt nochmal den Terror der Hamas. Aber natürlich hat Israel ein
völkerrechtlich verbrieftes Recht der Selbstverteidigung und dazu gehört auch natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit und jeder Rechtsstaat muss sich natürlich auch daran messen lassen. Aber solche Bilder, das meine ich, die lösen ja was aus bei Leuten. Damit kann man so einen Konflikt entscheidend drehen, weil jeder, der das sieht, sagt, wie brutal, wie kann man denn sowas machen? Es gibt ein anderes Video. Das ja, aber wenn ich ein Satz dazu sagen darf, ich finde eine Sache noch wahnsinnig wichtig. Wir kennen die perfiden Taktiken der Hamas. Wir wissen, dass Kevin Kühner hat es gerade mehrfach gesagt, ich finde das einfach richtig, dass was die Hamas da macht, einfach gar nichts zu tun hat mit der Situation in Ost-Jerusalem oder in der Westbank. Nichts, was diese beiden Dinge miteinander verbindet. Das ist einfach ihr Programm. Ja, es ist einfach ihr Programm. Deshalb heißen sie ja Terrorgruppe und sind deshalb auch zu Recht gelistet, auch in der Europäischen Union als Terrorgruppe. Aber wir müssen natürlich bei all dem eine Sache in den Vordergrund schieben, wir dürfen nicht vergessen. Wir dürfen nicht die Empathie verlieren für diese Kinder, die da sterben. Und zwar auf beiden Seiten. Ich war selber schon mal mehrfach schon in Sderot. Das ist die Stadt, die israelische Stadt direkt an der Grenze zu Gaza im Norden von Gaza. Genau. Wenn man da reinkommt, kriegt man als erstes eine Sicherheitseinweisung. Man sieht überall auch riesige Betonblöcke, wo man einfach reinrennen soll, wenn der Alarm kommt. 90 Sekunden Zeit. Nein, unter 10, weit unter 10. Weil es zu schnell geht. In dem Augenblick, ja klar, es ist ganz nah dran. In dem Augenblick, in dem der Alarm kommt, muss man einfach sofort in einen Bunker. Deswegen schlafen die Leute da im Moment in den Bunkern, weil die Warnzeit reicht gar nicht aus. Genau so ist es. Die 90 Sekunden beziehen sich dann wahrscheinlich auf Tel Aviv. Ja, richtig. Tel Aviv ist deutlich weiter weg, da sind es wirklich deutlich unter 10 Sekunden. Okay. Und das muss man mal gesehen haben, um auch ein Stückchen das Grundgefühl, die Grundstimmung in der israelischen Gesellschaft erlebt zu haben. Und da gibt es einfach Kinder, die gestorben sind. Es gibt eine herzzerreißende Geschichte eines Kindes, da, telefonul merge foarte bine, are culori, el este podat, așa că o să-l închidem definitiv și o să așteptăm să vină și capacul, când o să vină capacul o să-l dăm la proprietar. Așa că nu o să pot să-i fac proba la camere, la senzori, pentru că nu am acces, e ceva normal. Und auf der anderen Seite 2.000, 3.000, 4.000 Raketen, Drohnen, alles sozusagen, was der Basar für Terroristen zu bieten hat. Woher kommen diese Waffen? Wer bezahlt das? Ein Satz noch vorher. Wenn morgen freie Wahlen wären bei den Palästinensern, ich glaube, die Hamas würde Riesenprobleme in Gaza bekommen. In der Westbank ist es anders. Aber in Gaza würden sie Riesenprobleme bekommen, weil die Leute, die dort leben, natürlich sehen, wie es ist, unter dieser islamistischen Terrorgruppe zu leben. Die Waffen kommen durch die Tunnels. Es gibt auch natürlich ganz viel, was gebastelt wird. Es gibt ganz vieles, was schon sehr, sehr lange da herumliegt. Das ist ja auch der Grund, warum viele dieser Raketen faktisch. Această bandă pentru încărcare wireless trebuie lipită pe laterale. Are lipici lui special și va trebui întinsă foarte bine ca să nu facă cute capacul și să poată să încarce la fel de bine cum făcea și înainte. Nu e problemă. Die haben bis zu 200.000 Raketen, die ganz andere Kaliber sind, die auch vom Iron Dome, von diesem System nicht einfach abgefangen werden. Die jederzeit jede Stadt in Israel erreichen. Richtig, und die sind nicht einfach so große Raketen, sind richtig große, gefährliche Raketen, weit, weit dramatischer und gefährlicher als die Hamas hat. Und da wissen wir relativ deutlich, wo sie herkommen. Die kommen aus dem Iran, meistens über den Irak und Syrien. Und sind auch dahin gekommen. Und da wir wissen, dass es in Syrien weiterhin sehr viele Fazilitäten gibt, die gegen alle Versprechen weiterhin Chemiewaffen herstellen und herstellen können, ist das einfach nur extrem sorgniserregend zu sehen, was mit der Hisbollah auf der anderen Seite passiert. Was die Hamas macht, ist unerträglich. Und da sterben Menschen, das ist unerträglich. Aber die physische Existenzbedrohung für Israel kommt von der Hisbollah aus dem Libanon. Frau Staroselsky, Ihre Freunde, Familie, Sie haben Sie Freunde in Israel? Sie haben einen ukrainischen Hintergrund, glaube ich. Genau, also meine Eltern kommen aus der Ukraine. Ich bin in Stuttgart, im Vorgeländle, bin ich geboren. Genau, aber ich habe auch Bekannte und Familie habe ich auch in Israel. Was ich aber nochmal sagen wollte,
Seite ist, dass mir als Jüdin das auch wahnsinnig wehtut zu sehen, dass auf der palästinensischen Seite so viele Menschen sterben, so viele Kinder auch sterben, die ein unglaubliches Potenzial hätten, auch die Gesellschaft vor Ort mit zu verändern. Was ich mich jetzt in den letzten Tagen aber auch gefragt habe, ist, das UN-Hilfswerk UNRWA hat im Jahr 2020 etwa 773 Millionen Euro bekommen, um sozusagen vor Ort Hilfe zu leisten. Und Deutschland war mit Hauptsponsor dieser Gelder, die dort hingeflossen sind. Und ich gehe davon aus, dass diese Gelder auch genutzt werden sollten, um die Infrastruktur aufzubauen, um Schulen aufzubauen, um Okay, Telefon auf Post terminat. Toate piesele sunt puse înapoi, capacul este închis cum trebuie. Vom pune amprenta. V-am spus că amprenta a suferit pe partea cu căzătura, a suferit un pic banda. Aici este ruptă, pe colțul unde a fost spart. Pe colțul ăsta aici. Să sperăm că încă este funcțional. Nu pot să îl verific pentru că nu am acces la telefon. Așa că o să-l verifice proprietarul direct. Das ist die 100.000 Dollar Frage, die so ähnlich wie die vorhin, das hätten wir als Außenminister gemacht, Herr Kühnert. El vine aici, vine cuplat și cam asta a fost. Baterie încă mai are. Senzorii merg foarte bine. La S6 senzorii de jos merg mai greu pentru că în momentul când telefonul a fost trântit, carcasa s-a înduit așa spre în sus și partea de jos aici senzorii au o dungă pe ei, o crăpătură și de aceea merg mai greu. Dar pentru ce telefon a fost și cum este, e destul de ok. Ok, cam asta a fost pentru astăzi cu acest S8. Nu am capac să-i pun, așa că o să așteptăm să vină capacul. Nu mai pot să-l pun pe ăsta vechi, pentru că e spart. O să vină capacul la aceeași culoare, albastru, era mai frumos dacă era pe negru. Mi-ar fi plăcut mai mult, dar în fine, cam asta a fost. Mâine voi schimba discurile la smart și o să vă pun un video cum se face și să nu aveți probleme, să nu aveți martori aprinși, senzori și așa mai departe. Până atunci, seară bună și multă sănătate!